Spiridosen und die Gastronomie sind ein spannendes Thema. Heute geht es mir darum, Tipps zu geben, wie ich einerseits Spiridosen in der Gastronomie besser verkauft werden können und andererseits Besucher in gastronomischen Betrieben perfekt zufriedengestellt werden können. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Inside World Spirit Shots. Heute dreht sich alles um die Themen Gastronomie und Spiritosen. Ich begrüße einen Spezialisten zu diesem Thema, einen sehr guten Bekannten, Herrn Thomas Domenik. Recht herzlich willkommen, Thomas, bei mir. Hallo Wolfram, schön für dich, danke für die Einladung. Ja, gern. Wir kennen uns ja seit einiger Zeit, wir haben ja schon eine Folge abgedreht. Das letzte Mal warst du praktisch als Privatperson da und heute bist du aus was da? Als Gastronom nehme ich mal an, ganz genau. Also ich betreibe am Weißensee die Bar Jack Rabbit seit 2021, also ein Café, Bargastronomie, eine saisonale. Und ich glaube, da kann man recht viel Erfahrungswerte von dir und von mir einfließen lassen ins heutige Gespräch. Nebenbei, du bist ja auch Buchautor. Ja, das stimmt. Also ich habe ein Buch über amerikanischen Whisky geschrieben, war ein langer Prozess, aber das bin sehr froh, dass ich das abgeschlossen habe. Das ist so ein bisschen mein Leibthema, aber das heißt nicht, dass bei mir in der Bar nur amerikanischen Whisky gibt. Also ich habe ein ganz breites Sortiment und ich glaube, das ist einmal so mal das Erste, was man sich als Gastronom überlegen muss, was habe ich überhaupt bei mir im Restaurant, in der Bar, im Café dort. Und ich glaube, vom Sortiment an, da leitet sich dann alles Weitere ab. Das ist sicher ein perfekter Ansatz. Es geht heute in unserem Gespräch auch darum, es ist sicher nicht so einfach in der Gastronomie ein perfektes Spiritosenkonzept zu finden, aber es ist einfach erklärt, viel Kleinvieh auf gut Deutsch macht auch Mist. Es ist besser, wenig zu haben und das perfekt zu haben. Das beste Beispiel ist ja, wenn man hochdekorierte Betriebe im Weinbereich sieht, die um 10 Flaschen Weine offen, alles in oxidativ. Mit den Spiritosen läuft man auch Gefahr, in diese Richtung zu gehen. Es ist besser, man hat weniger Spiritosen, man hat weniger Spiritosen offen. Und es ist viel besser verglichen zu einer Menükarte und einer Tageskarte. Man hat eine Tageskarte für Spiritosen und keine Menükarten. Ein kleines, feines Paket, das angeboten wird. Dann kann man in der Gastronomie einerseits den Besucher perfekt zufriedenstellen, weil die Qualität einfach passt. Und andererseits ist natürlich der Unternehmer auch zufrieden, weil er keine schlechten Nachrichten hat, weil das Produkt eben oxidativ ist und weil er eben einen perfekten Rohaufschlag erzielt, weil eben alle Stamperlein im Grunde genommen verkauft werden und nicht die Hälfte in der Küche verkocht werden muss. Also du sprichst da das Problem an, dass Gastronomen zum Teil Flaschen über mehrere Jahre offen haben und dadurch das Produkt natürlich verliert. Über mehrere Jahre, ja, aber das ist leider die Wahrheit. Genauso im Herbst werden Inventuren gemacht, aber viele Produkte, die Ladenhüter sind, werden eben schwer verkauft. Und das darf einfach nicht sein. Das heißt, es ist besser, ein Gastronom kauft kleinere Einheiten von den Flaschengrößen her. Er kann schon die großen Flaschen präsentieren, aber die kleinen müssen dann verkauft werden, weil immerhin muss er die Bar auch was hergeben mit den Produkten. Nur eines ist auch klar, in einer Bar, wo eben, weiß ich nicht, 100 Flaschen stehen, im Sommer 30 Grad ziehen, holla reitel, da möchte aber keine Spiritosen trinken, weil das ist dann wirklich Feuerwasser. Und deswegen ist es besser, man hat ein kleineres Angebot und das dafür fein. Also ich glaube, da sprichst du genau das Richtige an. Also wenn man hunderte Flaschen hat, dann muss man immer hinterfragen, ob die sich überhaupt entsprechend rotieren, dass man das überhaupt frische Ware sozusagen zur Verfügung stellt. Weil viele vergessen das auch bei Spiritosen, dass das ein Thema sein kann. Bringen wir es einfach auf den Punkt. Es hängt davon ab, welcher Typ Betrieb. Gastronomischer Betrieb, reines Restaurant, braucht im Grunde genommen nicht sehr viel. Er kann das wechseln, er muss alle Bereiche abdecken, muss Produkte haben, die Preis-Leistung perfekt erzielen oder beziehungsweise darstellen. Und wenn man zum Beispiel eine Bar hat, du bist der Barbesitzer, was würdest du meinen, was in einer Bar Produkte sein sollen, die wirklich perfekte Qualität einerseits bieten und andererseits natürlich auch Attraktivität dem Kunden gegenüber? Wie du schon sagst, das kommt extrem aufs Konzept drauf an. Also bin ich ein regionales Konzept, dass ich sage, ich lasse viel einfließen aus der Region. Das Allerwichtigste ist halt, dass man mal ausprobiert. Und ich glaube jetzt, bei uns ist jetzt so, wir haben jetzt die dritte Saison
Und da kommt man schon drauf, welche Kategorien entsprechend angenommen werden. Bei denen, wo es nicht ist, muss man sich halt überlegen, was macht man, wie man halt entsprechend das Ganze dann bewirbt. Also ich meine, gibt es ja unterschiedliche Ideen, wie man Spiritosen verkauft. Also was fällt denn dir dazu ein, wie man das, den Verkauf weiter fördert? Perfekter Preis, perfekter Preis, perfekter Preis. Da fangen wir vielleicht einmal mit der Kalkulation an. Es ist teilweise tragisch, wenn man sieht, wie Spiritosen kalkuliert werden. Im Weinbereich werden ja Spiritosen normalerweise absolut kalkuliert. Das heißt, es wird absolut ein Rohaufschlag berechnet und nicht prozentuell. Wenn prozentuell ein Produkt berechnet wird, dann ist ein Wahnsinn, welche Preise da herauskommen können. Mein Vorschlag ist der, wenn bei einem Stammball, sprich 2 Zl, bei einem Umgehen 2,50 Euro verdient werden können, dann ist das bei mir ein fairer Preis für einmal zum Tisch gehen. Natürlich, wenn es bei einem normalpreisigen Produkt, habe ich jetzt ein Produkt, das, weiß ich nicht, die Flaschen 200, 300 Euro im Einkauf kostet, dann werde ich natürlich mit 2,50 Euro nicht weit springen, beziehungsweise nicht schnell zum Tisch gehen, weil das rechnet sich hin und vorne nicht. Und Gastronomen, die sich mit Spiritosen beschäftigen und sich mit dem Kunden beschäftigen, die sind normalerweise in der Lage, eine perfekte Kalkulation aufzustellen, wo der Kunde nicht einmal was trinkt und nie mehr, sondern wo er sagt, weißt du was, ich kriege nirgendwo anders die Qualität und den Preis, bring mir noch ein Stammballett. Das ist für mich einfach super. Also du sprichst da an, dass dann gewisse Gastronomen das einfach dann zu hohen Preis verlangen und dadurch der Kunde sich, wenn man es ganz salopp sagt, verarscht fühlt. Dann. Ja, das wird leider sehr oft gemacht. Wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeine nette Runde ist, wo keiner in der Runde sind, die wissen, dass zum Beispiel ein Produkt viel Geld kostet und dann jemand eben zum, ja, wie so in den Runden üblich ist, auch eine zahlt und der dann eine Rechnung kriegt von, weiß ich nicht, 100 Euro und denjenigen dann vom Hocker setzt, der geht nie mehr in die Gastronomie, der trinkt nie mehr Spiritosen, weil er sagt, das ist ein Wahnsinn, weil das nicht transparent ist. Deswegen muss es immer sein, dass eben vorher gesagt wird, welche Qualität, wenn ich eine normale oder eine stinknormale Spiritosen habe, die in der Produktion nichts kostet, die im Einkauf nichts kostet, wenn ich dieses Produkt mit um wenig Geld verkaufe, dann ist das gerechtfertigt. Wenn ich das natürlich teuer verkaufe, dann ist es bei mir, für mich schon von der Kalkulation her in Richtung Betrug, weil das einfach nicht fair ist. Aber wenn ich natürlich ein sehr teures Produkt habe, das ich unter Anführungszeichen billig verkaufe, dann ist das ein super Deal für einen Spiritosenkenner unter den Besuchern. Aber es gehört immer zuerst der Preis bekannt gegeben, welche Menge da serviert wird. Dann kann der Konsument noch immer entscheiden, will ich die Runde oder will ich die Runde nicht. Aber wie kann so eine Kalkulation ausschauen für einen Gastronomen? Einfach, was schlagst du davor? Wir haben bei uns auf der World Spirits Webseite ein Tool. Das ist der sogenannte Spiritosenkalkulator. Und wir haben auch für iOS-Geräte bzw. für Android haben wir auch Apps, die zum Downloaden sind. Und wenn man sich da ein bisschen umspielt und sagt, okay, absolute Kalkulation, so wie bereits gesagt, 2,50 Euro, das reicht mir, dann passt es. Und verkaufen, was du angesprochen hast, muss man natürlich auch. Ich mag das einfach. Schau her, so wie es früher war, die Tafeln. Ja, aber es funktioniert. Mhm. Wenn da oben steht, Wop, De, Wie, das ist ein Obstcuvée von uns, 2, CL, was verlangen wir? Was verlangen wir? 5 Euro? 4,90 Euro. Da muss ich ja immer Wechselgeld haben. Moment, es gibt ja Trinkgeld in der Gastronomie, oder? Um ein Wop TV, der Wop TV, weiß ich nicht, kostet 30 Euro. Und dann nur heute. Man muss schon ein bisschen Druck geben, oder? Mhm. Dann funktioniert das Ganze gleich besser. Aber so banal wie das ist, es funktioniert. Aber es gibt bessere Möglichkeiten auch noch, wie man in der Gastronomie die Produkte verkaufen kann. Hast du zum Beispiel einen Spiritosenwagen oder irgendwas? Wir haben keinen Spiritosenwagen. Nein, bei uns kommen die Leute zur Bar, wenn sie direkt sich über die Produkte informieren wollen. Also, aber ich habe das schon gesehen in diverse Restaurants als Digestive-Wagen. Das ist natürlich schon etwas Besonderes, wenn du mit sowas zum Tisch kommst, ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass du was verkauft kriegst. Ich glaube, das ist auch was als Restaurant auf jeden Fall überlegen kannst. Man hat ein druckvolleres Argument, wenn man mit so einem vollbestückten Spiritosenwagen da ist. Aber eins ist einmal klar, die Spiritosenkarte muss einmal perfekt sein. Die Preisgestaltung einer Spiritosenkarte muss perfekt sein.
Dann, es gibt viele Restaurants oder Hotels, was immer, haben eine eigene Hauszeitung. Man kann in dieser Hauszeitung schon die Produkte bewerben. Und natürlich, Gastronomie und Handel sind immer Kultstätten. Das heißt, sobald aber eine Spirituose abgehandelt wird, auch in einer normalen Spirituosenkarte, gehören immer fachliche Sachen drin hinein. Es muss immer ein fachlicher Background sein, damit der Konsument wirklich weiß, das ist eine Kultstätte und da lerne ich was. Und was auch natürlich wichtig ist, dass die Mitarbeiter nicht nur nett sind und dass die Mitarbeiter perfekt geschult sind. Nur perfekt geschulte, sensorisch perfekt geschulte Mitarbeiter können, haben erstens Kompetenz und können perfekt verkaufen. Aber nur, es heißt immer in der Gastronomie, wo immer oder heute halt in jedem Betrieb, so wie der Chef, so die Mitarbeiter. Wenn der Chef das Leben liebt, Essen und Trinken und alles, was dazugehört und dahinter ist, damit eine perfekte Gastronomie angeboten wird, dann werden auch perfekte Spirituosen angeboten. Und du hast ja bei uns gesehen, draußen in der Bar, wir haben alleine 3 Kaffeemühlen, um 3 unterschiedliche Kaffees anzubieten. Aber das Thema sprechen wir jetzt nicht an. Mhm. Aber man hat immer die Möglichkeit, Alternativen den Konsumenten anzubieten. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, das Sortiment nicht zu groß halten, aber lieber das Sortiment dafür perfekt auskennen, sich in dem Bereich. Klein und fein. Wir haben bis jetzt nur über den Servicebereich geredet, also sprich in der Bar oder im Restaurant. Wie ist denn das eigentlich in der Küche? Also kann man da Spirituosen auch verwenden? Das Essen und das Trinken gehört immer zusammen. Deswegen können die Spirituosen einerseits zum Kochen auch verwendet und andererseits natürlich auch zum Essen. Und was ganz spannend ist, wenn man zu einem Gericht einen Wein hat, der perfekt dazu passt und eine Spirituosen, die ebenfalls perfekt dazu passt. Das ist wirklich eine Harmonie, die unglaublich ist. Wir alle kennen ja Flambieren. Nur zum Flambieren wird nicht gerade das Beste und das Teuerste verwendet. Es gibt eigene Rums und was weiß ich was für die Küche. Wenn man das natürlich hochwertig machen will, dann muss man da schon gescheite Produkte verwenden. Wenn ich eine gescheite Sauce haben will, dann muss ich auch ein gescheites Produkt verwenden. Das heißt, noch einmal, es gibt ein schönes Sprichwort, shit in, shit out. Und wenn ich nichts Gescheites hineintue, kriege ich nichts Gescheites heraus. Das heißt, das klassische Kochen mit Spirituosen, das gibt es ja, das Flambieren. Und das, was seit einiger Zeit neu ist, sind die sogenannten Parfum de Vis oder die Sprays oder Gourmet Sprays oder wie auch immer. Und da geht es eigentlich darum, dass man Produkte verfeinert. Das klingt aber nur, wenn am Teller ein puristisches Gericht ist, sprich ein roher Fisch, der nur mit ein bisschen Salz, mit ein bisschen Olivenöl beträufelt ist, dann kann ich perfekt zum Beispiel ein Parfum de Vis, einen Apfel oder zum Beispiel ein Lavendel genauso oder zum Beispiel eine Traube perfekt verwenden. Nur, wenn ich natürlich Sprüh und eine kleine Menge habe, dann brauche ich einen höheren Alkohol. Das heißt, ein Parfum de Vis oder ein Spray oder wie immer, muss schon 70% haben und vor allem muss man schon ein bisschen drucken und nicht immer rechnen, 1 Cent, 2 Cent, 3 Cent, da muss man schon großzügig sein und sagen, 50 Cent ist mir der Spaß heute wert, der wird anständig gesprüht. Erstens riecht es gut und zweitens schmeckt es gut. Aber das ist halt ein moderner Zugang von Spirituosen in der Küche. Du hast ja vorher angesprochen, dass es ein Problem sein kann, wenn eine Spirituose sich nicht entsprechend dreht. Wäre es eine Möglichkeit, vielleicht einfach in kleinen Flaschen Spirituosen tischweise oder für einen Gast generell zu verkaufen, damit der seine eigene Flasche hat und sich dann aus der dann bedienen kann, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, wenn er sie in ein Schließfach schließt zum Beispiel? So Modelle gibt es ja, aber nur die Möglichkeit gibt es immer, wenn es da wird, wenn ich es will. Wenn ich Wirt bin, und ich muss dazu sagen, ich war 12 Jahre Wirt, da ist genau das geschehen, was ich will. Wir haben eine perfekte Gastronomie gehabt und ich habe niemanden fragen müssen, ob ich das umsetzen darf oder nicht. Qualität heißt kompromisslos an der Qualität arbeiten, kompromisslos den Kunden, den Konsumenten zufriedenstellen und kompromisslos daran arbeiten, damit ich, die Mitarbeiter und der Konsument zufrieden ist. Nur am einfachsten zu verkaufen ist natürlich etwas, flaschenweise auf gut Deutsch, aber in Discos. Und wenn man natürlich schaut, was in Discos verkauft wird, okay, da dient es weniger zum Genuss, eine Flaschen, die dort aufgemacht wird, mehr zur Animation und mehr zum besoffen werden auf gut Deutsch. Aber wir wissen eh, wie das Ganze geht, aber wir reden jetzt von einer gehobenen Gastronomie oder von einer normalen Gastronomie. Erstens einmal, kehrt mit der Flasche am Tisch eingeschenkt. Der Preis natürlich muss transparent sein, muss bekannt gegeben werden.
Und wenn zum Beispiel eine Runde mit 10 Leuten am Tisch ist, dann kann ich sehr wohl eine Flasche verkaufen. Die Frage ist die Frage der Menge. Wenn es eine 0,1er, 100 Milliliter Flasche ist, wird es auch nicht viel kosten, je nachdem, was es ist. Ich meine, wir wissen alle, die Süßweine sind auch nicht gerade in der Doppelmagnum, das sind auch kleinere Flaschen, weil sie teurer und unter Anführungszeichen edler sind und auch nicht in den Mengen verfügbar. Und wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, eine leichtere Spiritose habe, die nicht so teuer ist und eine große Runde ist, warum soll man nicht auf den Tisch diese Flaschen hinstellen? Nur, hinstellen, habe ich jetzt auch gesagt, das ist natürlich kein Gescheit-Service. Da muss der Kellner schon, so wie bei einer Flasche Wein, auch dahinter sein, dass der Service eben perfekt gemacht wird. Und verschiedene Modelle wie Weintresor oder Spiritosentresor, das sind Möglichkeiten, wo der Konsument seine Flaschen drin haben kann, wo er seine Produkte lagern kann. Das muss natürlich auch perfekt sein. Wenn man einen Weintresor hat, weiß ich nicht, der 35 Grad hat, okay, da kann man Geld lagern, aber keine Spiritosen. Das heißt, wenn man dieses Konzept in einem Betrieb umsetzen will, dann muss wirklich oberstes Credo sein, Qualität, Qualität, Qualität. So, und ich glaube, dass wir heute den Gastronomen schon einiges an Tipps geben haben können. Ich bin auch sicher, dass wir den Konsumenten trotzdem einiges an Tipps geben haben können. Und ich bedanke mich jetzt bei dir, dass du heute wieder bei mir warst. Thomas, danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich auch wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich schon ganz besonders, wenn es das nächste Mal wieder heißt Inside World Spirits mit Wolfram Ortner. Sie sehen auf YouTube unsere komplette Kollektion, wir erscheinen wöchentlich neu. Gefällt Ihnen unser Format, gefällt Ihnen das Thema, so bitte subscriben Sie auf YouTube unseren Channel. Danke fürs Anschauen, Zuschauen, Trinken, Prost.